Jo, moin Leute, herzlich willkommen zum 16. Spieltag der italienischen Serie A. Saison 2021-2022 Prediction. Let's go. Los geht's. Heute um 15 Uhr. AC Mailand gewinnt 3:0 gegen US Salernitana. Dann um 18 Uhr das Topspiel. Dritter gegen Fünfter, AS Rom gegen Inter Mailand. Und das Ganze gewinnt Inter Mailand mit 1:3. Dann um 20.45 Uhr ebenfalls ein Topspiel, Erster gegen Vierter. SSC Neapel gegen Atalanta Bergamo. Das Ganze geht 1:1 aus. Dann am Morgen, am 2. Advent, um 12.30 Uhr, FC Bologna spielt gegen AC Florenz, Spektakel 3:3. Dann um 15 Uhr, Spezia Calcio gegen Sassuolo Calcio, Torlos 0:0. FC Venedig gegen Hellas Verona, die trennen sich 2:2. Dann um 18 Uhr Sampdoria Genua gegen Lazio Rom. Das gewinnt Lazio mit 1:2. Dann um 20.45 Uhr Juventus Turin gegen FC Genua, 3:1 für Juve. Dann um Montag um 18.30 Uhr FC Empoli verliert gegen Udinese Calcio 2:3. Und um 20.45 Uhr Cagliari Calcio gegen FC Turin. Das gewinnt Calcio mit 2:1. So, das war's vom 16. Spieltag der italienischen Serie A mit den Predictions für die Saison 2021-2022. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hier nach oben da, gebt kein Abo, dann nehmt jetzt die Glocke, die nicht vergisst, und so aktivieren, dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen und bis dann, ich bin raus. Ciao.